Hallo, schönen guten Morgen, goldener Oktober. Wir haben uns getroffen, Holger, Roland und ich, hier im Aischgrund, das ist Neustadt an der Aisch. Da gibt es einen Haufen Karpfen, aber wir sind hier nicht zum Karpfenessen, wir sind hier zum Rollerfahren und mal die Sonne hier nützen und fahren in die Hassberge. Hass hat nichts mit dem Hass oder Liebe zu tun, die heißen einfach Hassberge. Und da gibt es Kurven und da fahren wir jetzt einfach hin und ihr fahrt mit. Eine Tankstelle ist ein ziemlich guter Treffpunkt für uns. Wir können nämlich alle voll tanken. Wir kommen aus verschiedenen Ecken und wir haben den ganzen Tag Sprit gebunkert. Wir kommen alle locker 300 Kilometer weit. Also wir können einfach beherzt am Gas drehen und der Sprit reicht locker über den ganzen Tag. Also raus aufs flache Land und den goldenen Oktober nutzen. Am Karpfenteich vorbei. Wir sind hier in einer Karpfengegend, flache Teiche. Wer Karpfen mag, wird sich hier am Aischgrund besonders wohlfühlen. Wir düsen hier jetzt Richtung Norden, Richtung Hassberge und Richtung Steigerwald. Überholen den einen oder anderen Bauern. Ja, es gibt tatsächlich auch andere Verkehrsteilnehmer. Das müssen wir schon berücksichtigen. Und wieder ein Blick auf Karpfenteiche. Schöne geschwungene Kurven in den goldenen Oktober hinein. Ja, hier fängt überall alles an, orange zu werden. Super. Ja, da hat uns das Navigationsgerät in eine Sackgasse geführt. Ja, hier geht's nicht mehr weiter. Obwohl das Navi steif und fest behauptet, doch geradeaus. Aber naja, so fährt man halt wieder zurück. Und weiter durch das herbstliche Laubgebiet. Ja, man muss schon damit rechnen, dass in Kurven feucht sein könnte. Vielleicht liegt das eine oder andere Blatt. Also, wer ohne Reserven hier reinsticht in die Kurven, den kann das natürlich wie auf Glatteis zum Ausrutschen bringen. Deshalb mit Köpfchen fahren. Und wer lieber auf die kleinen Straßen abbiegen. Wir machen das ja unheimlich gern. Seht ihr ja hier. Auch wenn es ganz schön viel Dreck hat, aber bitte, das ist Bauernland. Die Straßen sind asphaltiert für die Bauern und wir nutzen die somit. Ist doch klasse. Die TomTom will dann eine besonders schöne Route zeigen und ist richtig, man hätte auf der Hauptstraße bleiben können. Wir haben es gefunden nach Umleitungen um TomTom hin und her. Ja, hier sind wir. Jetzt schaut mal. Das ist der Frankenstein, der Dreifrankenstein. Ober-, Unter- und Mittelfranken treffen sich hier. Und wir sind dabei. Genau. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht mit den kleinen, feinen, engen Nebenstrecken. Wir fahren die für unser Leben gern. Es ist wenig los. Natürlich muss man aufpassen. Tja, aber nicht immer kann man da entlang fahren, wo man möchte. Zum Glück werden die Steuergelder inzwischen sichtbar verbaut, aber das sorgt für Umleitungen. Macht uns nichts. Wir haben den ganzen Tag Zeit dabei und dann schauen wir einfach mal, was wir hier entdecken.
da. Eine Baustelle. Ui, schwierig. Über die Autobahn rüber. Nürnberg nach Frankfurt. Und guck mal, was wir hier entdecken. Ha! Es geht halt nichts über Umleitungen. Da kommt auf einmal so ein Stück Asphalt. Panzerklappen raus. Wie geil. Oh ja. Gassigeher. Langsam, freundlich. Sieht hier nur schnell aus. Wir fahren Schrittgeschwindigkeit. Aber das ist typisch GoPro. Es ist verzeichnet alles. Kloster Ebrach, das kennen wir schon. Da hat, als wir letztens auf Skudo-Tour waren, hat der Elmar sogar gesungen. Ganz fantastisch hier. Das kann ich euch mal einblenden. Ansonsten ist hier ein Gefängnis, eine Jugendvollzugsanstalt. Aber das wollen wir jetzt nicht besuchen, sondern lieber einen Kaffee trinken. Prost!